Ich hoffe, diese Erfahrung ist Ihnen bisher erspart geblieben. Wenn nicht, dann sind Sie in zahlreicher Gesellschaft. Denn mittlerweile ist das Virus auch in der Spitzenpolitik angekommen. Vom Parlament bis zu ranghohen Mitarbeitern im Bundeskanzleramt und Ministerien gibt es immer mehr Fälle. Und heute einen bisherigen Spitzenwert mit 9207 bestätigten Covid-19-Infektionen in Österreich. Aber werden auch die richtigen getestet? Nein, sagen immer mehr führende Ärzte und kritisieren die bisherige Teststrategie als nicht zielführend. Warum? Werden die Falschen getestet? Sind zu viele Menschen unbegründet in Quarantäne? Und was müsste geändert bzw. verbessert werden? Bevor wir darüber live im Studio sprechen, ein Überblick von Stefan Daubauer und Ilmaz Gülim. Corona-Tests kommen seit kurzem in Wien auf zwei Rädern daher. Ein Fahrradbotendienst hat derzeit im Auftrag der Stadt 80 Tester mit Elektromopeds und Fahrrädern im Einsatz. Zur Anwendung kommen Gurgeltests. Weil dafür aufwendige Schutzbekleidung nicht notwendig ist, hat Tester Alexander Galanis bereits 2 Stunden nach Dienstbeginn 10 Proben eingesammelt. Also eine komplette Schutzausrüstung würde dann so aussehen. So. Dann den Handschuh. Das wäre die komplette Schutzausrüstung, die wir haben. Ja. So, Gurtel raus. Und da gebe ich dann quasi, also mache ich dann halt so. Ja, und der Patient gibt mir dann das Fläschchen so rein. Dass man sich ja nicht direkt. Genau, also ich habe gar keinen Kontakt mit ihm. Und dann gebe ich es quasi ins grüne Sackerl. Hier sind schon dann quasi, kann man sagen, die restlichen Proben von heute. Und das bringt dann später ins Labor. Und das war eigentlich die ganze Geschichte. 1 bis 2 Tage dauert die Ausbildung. Disponiert werden die Tester von hier, der Zentrale in Wien-Simmering. 80 Fahrer gibt es derzeit. Schon in den nächsten Wochen sollen es 280 werden. Die Vorgaben sind ambitioniert. Die Aufgabe war, eine Logistik aufzustellen, die es ermöglicht, dass die Proben in 24 Stunden ab Anruf bei 14,50 ausgewertet werden. Und der mögliche Patient sein Ergebnis am selben Tag oder am nächsten Tag bekommt. Was ist denn der letzte? Von einigen Ärzten wird aktuell die Strategie der Massentestungen kritisiert. Etwa von Günther Weiß, Mitglied der Corona-Taskforce und bis gestern in der Ampelkommission des Bundes. Außer in sensiblen Bereichen wie etwa Pflegeheimen hält er nichts davon, Menschen ohne Symptome zu testen. Also Massentests im Tourismus oder auch in der Schule bei völlig asymptomatischen bringen nichts. Erstens, weil sie sehr viel Ressourcen verschleudern, zweitens sehr viel Geld kosten und drittens, ich da eigentlich kaum jemanden herausfische, der dann wirklich auch infektiös ist und zur Verbreitung der Pandemie beiträgt. Also von einem asymptomatischen Superspreader, von dem hat man noch nicht viel mitbekommen. Also das, was man gesehen hat, dass Patienten, die die ganze Zeit asymptomatisch sind, auch nicht sehr viele andere anstecken. Auch dem Wiener Gesundheitsstadtrat bereiten weniger die asymptomatischen Fälle Sorgen. Das Informationsbedürfnis der Getesteten kann er aber gut nachvollziehen. Auch die Menschen, die asymptomatisch dann sich als Ergebnis herausstellen, wissen es vorher nicht. Wären wir eine Gesellschaft voll entspannter Buddhisten, dann könnte das möglicherweise funktionieren, sind wir aber nicht. Und ich kann es gut nachvollziehen, dass die Leute, wenn sie sich Sorgen machen, dann eine Klarheit bekommen wollen. Das Problem ist allerdings, da haben Sie schon völlig recht, dass die Tests ja in Wirklichkeit die Klarheit, die da permanent versprochen wird, auch gar nicht liefern. Sie bringen ja nur eine Momentaufnahme. Es kann sogar so sein, dass ich positiv schon angesteckt bin, aber noch keine großen Viren entwickelt habe in meinen Schleimhäuten und dann ein negatives Testergebnis habe. Diese Schwäche oder diese Schwachstelle bei den Tests kennen wir an sich sowieso. Und so gesehen wieder zurück zur Ausgangsfragestellung, ist es nicht vollkommen unrecht, dass Wissenschaftler sagen, aufpassen, nicht zu viel Ressourcen verschwenden. Für den Simulationsexperten Niki Popper gibt es Nachholbedarf. Derzeit ist oft unklar, welche Tests warum durchgeführt werden. Was jetzt hier oft diskutiert wird, auch medial, ist ja, naja, es macht gar keinen Sinn, die zu testen und dann macht schon mal Sinn. Das führt aktuell zu einer gewissen Verunsicherung. Ich glaube, es ist sowohl im Interesse der Forschung wie auch von den Entscheidungsträgern, noch klarer jetzt herauszuarbeiten, welche Strategie ist für welchen Bereich, warum wichtig und das auch der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und das ist sicher noch ein To-Do, aber da arbeiten wir jetzt dran. Montag früh, 8 Uhr.
Dienstbeginn für Christoph Reckziegel und Markus Reinberger. Parallel zu den neuen Gurgeltests rücken die Sanitäter vom Arbeiter-Samariter-Bund auch weiterhin aus, um klassische Tests per Abstrich zu nehmen. Der erste Stopp führt die beiden aber zur Zentrale des Roten Kreuz. Hier bekommen alle Rettungsorganisationen in Wien Schutzbekleidung und eine Liste mit den Testhaushalten zugeteilt. Jetzt werden wir dann den ersten anrufen, ob die zu Hause sind, ob die also uns ankündigen, dass wir in den nächsten 20 Minuten circa vorbeikommen werden, damit die sich auch vorbereiten können. Rachen- und Nasenabstriche waren am Anfang der Pandemie der Goldstandard für Corona-Tests. Wegen der notwendigen luftdichten Schutzausrüstung und weil diese Abstriche nur medizinisch speziell geschultes Personal nehmen darf, ist es aber vor allem deshalb in Wien in den vergangenen Wochen zu teils tagelangen Wartezeiten gekommen. Die 4 Anzüge sind dazu da, dass ich nicht den ganzen Tag im Anzug sitzen muss, sondern dass ich den auch wechseln kann, wenn ich kontaminiert bin oder wenn ein Patient mich anhustet oder anniest. Deshalb haben wir die 4 Anzüge. Diejenigen, zu denen die Sanitäter an diesem Vormittag fahren, haben allesamt vor höchstens 24 Stunden bei 14.50 angerufen. So schnell ging es eben nicht immer. Mit den Gurgeltests per Motorrad konnte die Wartezeit laut dem Gesundheitsstadtrat auf unter 24 Stunden verkürzt werden. Fallweise gibt es aber auch andere Probleme, etwa beim Contact Tracing. Nach einem Familienfest Anfang September in Wien gab es schlechte Nachrichten für Reinhard Bayer. Seine Tochter, sie wohnt in Niederösterreich, wird Corona-positiv getestet. Über die Verwandten in Niederösterreich wird tags darauf Quarantäne verhängt. Jene in Wien werden nicht kontaktiert. 17 Personen wohnen in Wien, auch wir. Und die haben bis heute eigentlich nichts bekommen, mit einer Ausnahme. Eine Schwägerin hat per SMS eine Liste zum Ausfüllen bekommen. Ich war eigentlich entsetzt, weil ich denke mir, viele Leute wissen von solchen Infektionen gar nichts, sind Kontaktpersonen der Kategorie 1, laufen herum, weil sie es nicht wissen und können dann unter Umständen andere Personen anstecken. Und ich halte das eigentlich für fahrlässig, dass da nichts passiert. Dass es hin und wieder Probleme beim Contact Tracing, dem Aufspüren von Kontaktpersonen, geben kann, das räumt auch der Gesundheitsstadtrat ein. Wir haben jeden Tag zwischen 250 und 350 positive Menschen. Jeder einzelne Fall multipliziert sich ungefähr mit 10, was die Kontaktpersonen betrifft. Das heißt, jeden Tag müssen zwischen 2.500 und 3.500 Menschen kontaktiert werden. Glauben Sie mir, ich bin mir ganz sicher, da passieren auch manche Fehler. Die Corona-Tests kosten jedenfalls viel Geld. Derzeit läuft gerade eine Ausschreibung der Bundesbeschaffungsbehörde. Für bis zu 445,2 Millionen Euro werden PCR-Tests für bis zu 12 Monate bestellt. Dieses Geld könnte besser verwendet werden, um andere Maßnahmen zu machen, um infrastrukturelle Dinge zu verbessern, um vielleicht auch Bereiche in öffentlichen Krankenhäusern oder auch in Ordinationen zu schaffen, wo man infektiöse oder potenziell infektiöse von nicht infektiösen Patienten zumindest beim Eingang entsprechend auch trennen kann, um auch die stationäre Versorgung in diesem Bereich entsprechend zu verbessern. Da ist das Geld wahrscheinlich sehr gut investiert. Während man bei der Investition in die Testung asymptomatischer wirklich keinen Benefit erzeugt, außer für jene, die diese Tests natürlich anbieten oder auch entsprechend durchführen. Ich glaube, es muss anders herumlaufen. Es muss eine Gesamtstrategie geben und die muss man den Menschen gut kommunizieren. Und ich glaube, da ist im Moment ein bisschen Handlungsbedarf, dass die Leute auch wieder verstehen, warum soll ich mich jetzt eigentlich testen. Geht es um mich? Das ist ein ganz berechtigtes Ziel, das ist auch für jeden klar. Aber es geht zum Beispiel auch darum, dass die Schulklasse von meinem Kind am nächsten Tag wieder möglichst schnell aufsperren kann. Und da muss es ganz klare Vorgaben geben, wo gehe ich hin, welchen Test kriege ich dort, wie lange dauert der und was sagt der für mich dann aus. Wie auch immer, auch in den kommenden Wochen und Monaten wird das Credo heißen, testen, testen, testen. Auch wenn manche Details noch ausgearbeitet werden müssen. Aber ist das auf Dauer auch die richtige Strategie? Nein, sagen immer mehr führende Ärzte, wie auch unser Live-Gastprofessor Petra Abfalter. Guten Abend. Guten Abend. Primaria der Elisabethinen in Linz und gleichzeitig dort natürlich die Leiterin des Instituts für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Frau Professor, heute hat es eine Rekordzahl gegeben, auch an Tests, mehr als 18.000. Und das freut den Gesundheitsminister, dass mehr denn je getestet wird. Sie sagen allerdings, das ist falsch. Warum? Schauen Sie,
Tests, PCR-Tests sind, wie wir heute schon gehört haben, erstens eine Momentaufnahme. Und es geht ja nicht darum, zielungerichtet Personen ohne Symptome zu testen, sondern möglichst die zu finden, die andere anstecken können. Und das ist halt noch einmal sehr eine definierte Gruppe von Personen. Also es geht nicht darum, möglichst viel zu testen und möglichst viele positive PCR-Testergebnisse zu erzielen, um die dann als aktiv Infizierte darzustellen jeden Tag, sondern es geht darum, tatsächlich symptomatische Patienten, die an dieser Infektion erkrankt sind, zu entdecken, die tatsächlich also zu Hause oder im Krankenhaus zu versorgen und enge Kontaktpersonen zu diesen wiederum zu identifizieren. Darum geht es. Und das könnte man mit wesentlich weniger Tests machen. Das wollen wir im Detail gleich besprechen. Aber die Grundsatzfrage, wenn Sie sagen, diese Rekordzahl heute von mehr als 9.000 bestätigten positiven Fällen, also Infektionen, muss man sagen, wenn die nicht aussagekräftig ist, das ist ja keine Teststrategie jetzt der Bundesregierung, sondern die wurde ausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation. Wenn das nicht zielführend ist, wie wollen Sie dann verhindern, dass sich das Virus in der Bevölkerung weiter ausbreitet bzw. einen Überblick darüber haben? Also erstens ist dieses Testen, Testen, Testen von der WHO und vom ECDC unter einem völlig anderen Meaning ausgegeben worden. Also damit hat man nicht gemeint, dass man jetzt quasi flächendeckend nicht symptomatische Menschen außerhalb des Gesundheitswesens testet, sondern dass man ganz klar definierte Fragen beantwortet und die in kontrollierten Studien auch nachvollzieht und dass man eben Kranke findet. Das war die Grundidee. Man hat dann unterschiedliche Dinge abgeleitet, das haben aber auch andere Länder nicht getan, die die gleichen so quasi Regeln kennen. Also zum Beispiel das Screening, das Hineintesten im Tourismus, so um jemanden das zu finden. Das ist völlig unsinnig, das macht falsche Sicherheiten, es ist eine Momentaufnahme, es vergeudet Ressourcen. Und ich kenne kein anderes Land, das ähnliche Konzepte hat. Frau Professor, dann machen wir es konkret und fassen wir zusammen. Wenn Sie sagen, es ist nur zielführend, Menschen mit Symptomen zu testen, genau. Da findet sich nämlich in der Stellungnahme, und Sie sind Mitglied der Gesellschaft der Österreichischen für Infektionsmedizin, dass ein positiver PCR-Befund von einer Person, die aber keine Symptome zeigt, nichts aussagt darüber, wie infektiös diese Person ist. Was heißt das im Umkehrschluss für uns alle, von Familienangehörige, die unmittelbare Kontaktpersonen sind, für die Quarantäne, aber auch für die Behörde? Ja, das ist sehr schwierig. Sie haben völlig recht, dass ein positiver PCR-Befund bei einer asymptomatischen Person sagt nichts über die Infektiosität aus. Es kann zum Beispiel auch sein, dass diese Person schon wieder gesundet ist oder dass sie möglicherweise überhaupt nie krank geworden ist. Also PCR-Tests sind nicht dafür da, also den Infektiositätszustand ausgiebig zu beurteilen. Nämlich es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt, wenn jemand die Infektion hat, wird diese Probe genommen. Aber heißt das, dass wenn jemand positiv ist und keine Infektionen hat, dann soll die unmittelbare Kontaktperson nicht getestet werden und nicht in Quarantäne müssen? Ich glaube, man muss überhaupt die ganze Quarantäneregelung, die wir jetzt haben, die noch darauf beruht, auf einer Situation, wie wir sie im Februar und im März hatten und im April hatten, überdenken. Inwiefern? Man weiß ja heute von Personen, die tatsächlich diese Infektionskrankheit haben, von wann bis wann sie ansteckend sind. Also das beginnt 2 bis 3 Tage vor dem Symptombeginn und nach dem 5. Tag steckt ja niemand mehr jemanden an. Also man könnte eine Quarantäne aufheben, ohne nachzutesten. Das ist übrigens die aktuelle WHO- und CDC-Empfehlung. Aber das heißt im Umkehrschluss, jetzt sitzen Ihrer Meinung nach aus medizinischer Sicht zu viele Menschen zu Unrecht in Quarantäne? Das kann gut sein. Es wäre sehr spannend, das nach 8 Monaten einmal diese Zahlen anzusehen. Also wer wurde als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne geschickt? Wer wurde getestet? Wie sahen die Ergebnisse aus? Wer ist krank geworden? Wer ist wie krank geworden? Wer ist ins Krankenhaus gekommen? Wer ist auf die Intensivstation gekommen? Ich denke, dass das die Behörden wissen müssten und das wäre ganz eine wichtige Indexzahl und Indikatorzahl, die man sich mal ansehen sollte nach 8 Monaten. Sie sagen eben nicht nur Quarantäneregeln überdenken, es würde die Behörden entlasten. Sie sagen, künftig soll bei Symptomen der Hausarzt entscheiden, der niedergelassene Arzt. Und diese Symptome werden sich in den nächsten Wochen ähneln, Schnupfen, Erkältung. Genau. Wer soll einen Test bekommen? Die gesetzliche Grundlage dafür gibt es nun. Sagt sich das nicht ein bisschen leichter als in der Praxis? Viele Ärzte können aufgrund der Kapazitäten das vielleicht gar nicht leisten. Oder räumliche Abtrennungen, damit nicht noch mehr Ansteckungen im Wartebereich passieren. Also wir haben uns
in allen Aspekten gut vorbereitet für den Herbst. Also im niedergelassenen Bereich, die Kolleginnen und Kollegen dort, aber auch im Krankenhaus haben wir einfach dafür Sorge getragen, dass sich die Patienten möglichst geregelt begegnen oder nicht begegnet, auch die Bereiche in infektiös und nicht infektiös getrennt. Es gibt auch Niedergelassene, die möchten nicht testen, die würden gerne dann den Test nur anordnen über 1450. Es gibt aber auch solche, die das gerne machen möchten. Grundsätzlich soll der Arzt die Entscheidung treffen, wer getestet wird. Also es ist ja nicht einfach nur so aus Jux und Tollerei, weil man es gern wissen möchte, ob man dieses Virus hat oder nicht, sondern es ist eine medizinische Entscheidung und letztlich wird eine Diagnose durch den Arzt gestellt und der Test ist ja nur ein Hilfsmittel, um eine ärztliche Diagnose zu stellen. Schon, aber würden die Kapazitäten dafür überhaupt ausreichen? Naja, wenn wir aufhören würden, in allen anderen Bereichen zu testen, und uns auf die Fälle konzentrieren, wo es wichtig ist, dass wir sie abklären und tatsächlich dann die auch zu Hause bleiben oder im Krankenhaus bleiben, dann hätten wir ja wieder freie Ressourcen. Apropos Ressourcen, wir haben es gehört von Ihrem Kollegen in Innsbruck, Professor Weiß, der sagt, dieses viele Geld, das jetzt ausgegeben werden soll für PCR-Tests, wir reden da von einem Rahmenvertrag fast einer halben Milliarde Euro, das ist medizinisch nicht gerechtfertigt, dieses Steuergeld dafür auszugeben. Würde dann eine andere Teststrategie, das heißt Gurgeltests oder schnelle Antigentests, wäre das dann die Alternative? Die sind nämlich auch günstiger. Nein, weil sie einfach zu ungenau sind. Also die Antigentests sind momentan verfügbar. Die ersten sind am Markt. Die Daten dazu, die wissenschaftlichen, sind sehr schlecht. Also eine Sensitivität von 30% bedeutet, dass ein negativer Test die Infektion nicht ausschließt und ein positiver Test muss durch eine PCR bestätigt werden. Also damit hilft uns dieser Test nichts. Man kann auch keine großen Mengen abtesten, weil das eben ein manuelles Verfahren ist. Das Gurgeln ist absolut abzulehnen. Also das ist auch irgendwelchen Ideen geschuldet, möglichst viele Schulkinder gleichzeitig abzutesten. Da gibt es genug Gründe, warum man das auch nicht tun soll. Aber dann verstehe ich eines nicht, Frau Professor. Wenn all diese Tests nicht zielführend sind, wie soll das dann in Zukunft aussehen? Also wenn Sie sagen, zurück zur Normalität, sollen wir dann oder sind wir schon dabei, diesen schwedischen, viel zitierten Weg einzuschlagen? Also grundsätzlich muss man sagen, dass gerade Schweden in der Mikrobiologie, in der Infektionsmedizin immer ein maßgebliches und federführendes Beispiel war, also für uns Infektionsmediziner. Also grundsätzlich wissen die Kollegen dort sehr gut, was sie tun. Also Sie befürworten das? Ich denke, dass die einen sehr guten Weg gegangen sind. Ja. Und am Ende des Tages, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, würde ich es sehr wünschenswert finden, die Dinge, die dort gut gelaufen sind, sich abzuschauen. Und es ist nicht alles gut gelaufen, das haben Sie auch natürlich auch eingestanden. Also ich glaube, dass man in Zukunft von den mehr als 5000 Toten, die Sie hatten, im Gegensatz zu uns. Absolut. Was Sie gemeint haben mit dem Testen, ich bin nicht gegen Testen. Ich bin dafür, dass die richtigen Patienten, und das entscheidet der Arzt, mit den richtigen Tests, und das ist momentan einfach die PCR, getestet werden. Und wenn wir uns auf das fokussieren und hier eine Teststrategie zustande bringen, dann braucht man nicht 50.000 Tests wöchentlich in Wien und 30.000 in Oberösterreich. Da kommen wir mit wesentlich weniger aus, aber die sind zielgerichtet eingesetzt. Gleichzeitig muss man sagen, steigen derzeit die Hospitalisierungen. Immer mehr Covid-Patienten sind wieder in Behandlung, auch auf Intensivstationen. Und zurück bleibt ein verunsicherter Bürger, eine verunsicherte Bürgerin, auch wenn man die Wissenschaft anhört, also nicht nur die Politik. Auf der einen Seite sind die Virologen, die Epidemiologen, die sagen testen. Auf der anderen Seite Sie, Infektionsmediziner, die natürlich in Kliniken arbeiten, wie auch in Innsbruck. Es gibt unterschiedliche Positionen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder raus, beziehungsweise in eine geordnete Bahn, wo Sie sagen, künftig soll es wieder Normalität geben? Frau Schnabel, dieses Virus wird uns bleiben. Damit müssen wir rechnen. Und die PCR-Zahlen, wenn wir sie weiter so ansehen müssen, die werden nach oben gehen. Und es werden auch mehr Menschen im Krankenhaus Behandlung brauchen, auf die Intensivstation kommen. Wir sind aber weit davon entfernt, in unserem Gesundheitssystem irgendwo an die Kippe zu kommen. Also wir haben, außer wir sind alle in Quarantäne, das könnte uns passieren, also auch im Krankenhaus. Es ist momentan die schwierigste Aktion, dieses zu organisieren, und zwar nicht nur im Umgang mit den infektiösen Patienten, sondern mit allen anderen auch. Also genug Personal zu haben. Absolut, weil das ja praktisch von einem Tag auf den anderen ausfällt, weil Kinder zum Beispiel aus der Schule genommen werden, die Eltern Betreuungspflichten haben oder eben jemand im Umkreis als K1 identifiziert wird und dann ist man so quasi automatisch mal bis auf Widerruf in Quarantäne. Also das ist eigentlich ein unzumutbarer Zustand für alle diejenigen, die Krankenhausorganisationen
organisieren müssen, also leiten müssen. Dann sage ich danke für Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise, Frau Professor Apfalter. Danke für die Einladung.